Liebe Trader, werfen wir zu später Stunde noch einen Blick auf die Märkte und beginnen mit der Einschätzung über das Trade-Radar. Das Motto lautet grundsätzlich immer: Handle die Signale am Markt, die gerade gut funktionieren. Wenn wir jetzt mal das Trade-Radar auf Basis der letzten 5 Tage betrachten, dann sehen wir, die prozyklischen Signale haben wirklich an Dominanz verloren. Miserable Trefferquoten, Breaks auf neue Hochs, 69 Stück an der Zahl, Trefferquote gerade mal noch bei 34%. Und die Konsequenz ist, dass es dann in einem solchen Umfeld keinen Sinn mehr macht, verstärkt auf diese Breakout-Manöver zu setzen. Ein ähnliches Bild können wir auch bei den Ausbrüchen aus klassischen charttechnischen Formationen erkennen, wie dem Bruch von kurz- und langfristig etablierten Abwärtstrends. Auch hier passiert nicht mehr viel, vieles wird abverkauft und zieht erst gar nicht durch. Trendfolgesignale verlieren an Kraft, Swing-Trading-Signale verlieren an Kraft und diese Tendenz in der letzten Tage, die hat weiterhin Bestand. Und allgemein hat sich das Trade-Radar wirklich in den letzten Monaten immer wieder aufs Neue als guter Vorbote für eine schwache Marktentwicklung erwiesen, die sich dann auch mit Verzögerung in den Indizes abgezeichnet hat. Soll natürlich nicht heißen, dass es so kommen muss, aber ich als Trader muss die Situation ständig neu bewerten und aktuell ist der Risk-On-Modus weiterhin aktiv und ich bin extrem selektiv mit Neupositionierungen auf der Long-Seite. Das ist jetzt aus heutiger Sicht die aktuelle Einschätzung. Diese kann sich natürlich täglich auch wieder ändern und ein weiteres Motto an der Börse lautet für Trader: Be prepared, und entsprechend müssen wir natürlich uns auch für Szenarien vorbereiten. Und was mir dennoch auffällt, ist die Tatsache, dass es doch wirklich die ein oder andere Aktie gibt, die weiterhin mit Bullenqualitäten überzeugen kann, die auf diese jüngsten Marktrücksätze auch kaum reagiert hat und die immer noch in Schlagweite zum Jahreshoch sich befinden. Allgemein bleibt die Momentum Breakout Matrix ja wirklich auch breit gefüllt, was ja grundsätzlich auch ein positives Zeichen ist, und einige Kandidaten möchte ich jetzt noch kurz thematisieren, die man auf jeden Fall auf der Watchlist haben sollte. Eine Kiagen-Aktie hat heute gegen Handelsende kurzfristig ein neues Jahreshoch markiert und wenn eins aktuell auffällt, dann ist es natürlich diese starke Rotationsbewegung am US-Markt in den US-Biotech-Sektor. Dort findet eine regelrechte Breakout-Party statt und diese Entwicklung, davon profitieren natürlich auch deutsche Unternehmen. Kiagen ist ein solcher Profiteur und dieser könnte am morgigen Tag diese eingeleitete Breakout-Bewegung nach oben fortsetzen. Selektiv vorgehen heißt nicht, dass man konsequent neue prozyklische Manöver meidet, aber man benötigt gute Gründe, und wenn diese Party im Biotech-Sektor weitergehen sollte, dann wäre das ein gutes Argument, eben bei solchen Titeln womöglich den Einstieg zu suchen. Es gilt sie auf jeden Fall genau im Auge zu behalten, deswegen Kiagen, ein heißer Trading-Kandidat. Wer auch noch einen guten Eindruck macht, ist unter Trendfolgegesichtspunkten eine Rheinmetall-Aktie. Diese hat jetzt auch über einige Wochen wirklich bullisch konsolidiert, und wenn hier diese flache Basis nach oben verlassen werden sollte mit neuen Marktimpulsen, dann wäre auch das hier eine Aktie für einen neuen Long-Trade. Eine Grenke Leasing macht auch einen sehr, sehr guten Eindruck. Hier schöne Kursstabilität, Aktie konsolidiert auf Jahreshochniveau. Wenn wir das Ganze hier mal im Big Picture einordnen, dann sieht es hier wirklich sehr, sehr konstruktiv aus. Grenke Leasing hat ja zuletzt auch positiven Newsflow gemeldet, indem man angekündigt hat, die Leasingfinanzierung auch auf die Medizintechnik ausdehnen zu wollen. Und für die nächsten 5 Jahre hat man ein jährliches Wachstum von 12% angekündigt, also hier ein stimmiges Gesamtpaket. Und sollten wir wirklich jetzt in der Breite wieder Impulse nach oben bekommen und der DAX dann auch in Richtung 13.000 Euro marschieren, dann wäre einer der Top-Breakout-Kandidaten auf jeden Fall eine Grenke Leasing. Eine Reihe weiter unten unter den IT-Dienstleistern macht auch weiterhin eine USO Software einen sehr guten Eindruck. Seit diesem jüngsten Aufwärtsimpuls hat die Aktie hier ihr Trading-Verhalten komplett zum Positiven verändert. CTS Eventim auch ein potenzieller Trendfolgetrade, wenn hier neuer Schwung reinkommen sollte. Eine der Bullenaktien ist natürlich auch Kion. Sehr, sehr stark, wie sich der Titel präsentiert. Hier auch unbeeindruckt von diesen
jüngsten Schwächephasen am Gesamtmarkt aktiennotiert auf Jahreshochniveau. Sehr, sehr starke Vorstellung. Das spricht auch hier zeitnah für weiter steigende Kurse. Und abschließend noch eine König und Bauer. Auch dieses Konsolidierungsverhalten erachte ich als sehr, sehr bullisch. Selbst dieser jüngste Vorstoß hier auf ein neues Jahreshoch hat sich nicht als volles Breakout erwiesen. Es gab keinen Abverkauf. Schöne Stabilisierung eben auf den hohen Niveaus. Und deshalb ein Kandidat für die Watchlist. Fazit: Solange wir keine Richtungsentscheidung bekommen und auch das Trade Radar weiterhin kein grünes Licht gibt, gilt es wirklich sehr selektiv mit Neupositionierungen vorzugehen. Der Biotech-Sektor bleibt eine der interessantesten Branchen. Wenn die Party hier weitergehen sollte, dann wäre das ein Place to be. Am deutschen Markt könnten weitere Profiteure sein, beispielsweise noch eine Morphosis oder einer der Hotstocks wie eine Medigene. Ansonsten wirklich selektive Vorgehensweise bei Neupositionierungen.